Ein Wickhaus in Grün? In Neubrandenburg war weiße Fachwerkoptik in jüngerer Zeit das gewohnte Aussehen der in die historische Stadtmauer gebauten Häuschen. Man muss aber gar kein biblisches Alter haben, um noch zu wissen, dass das nicht immer so war. Wickhäuser wie die Nummer 13 wurden nämlich erst in den 1970er Jahren in dieser Form und mit durchaus buntem Anstrich erbaut. Grundgerüst und Vorbild waren die einstigen Verteidigungsanlagen in der Stadtmauer, die nach Verlust ihrer eigentlichen Funktion anders genutzt und damit in Aufbau und Aussehen verändert wurden. Im Rahmen einer umfangreichen Sanierung nahmen sich 2021 Bauprofis gründlich des Wickhauses Nummer 13 an. Das brachte neben einer grundhaften Instandsetzung nun in Abstimmung mit der Denkmalpflege auch die Originalfarbgebung zurück. Wir haben aber auch im Gebäudeinneren einiges erledigt, also eine quasi Vollsanierung, haben die Parkettböden erneuert, die komplette Elektrotechnik ist erneuert worden, das Bad ist erneuert worden, Innenanstriche, Wände sind erneuert worden, also eine Komplettsanierung. Eine Komplettsanierung, die erster Schritt des schon 2018 durch die Stadtvertretung beschlossenen Wickhaus-Konzeptes ist. Zielsetzung, die Bewahrung und vielseitige Nutzung der Neubrandenburger Wahrzeichen. Im Falle der Nummer 13 konnte die Stadt Neubrandenburg zum Stadtgeburtstag den Schlüssel an den neuen Mieter übergeben, an den Hochschulförderverein. Ja, dieses Wickhaus soll für die Zusammenarbeit zwischen Hochschule und Stadt stehen und dafür, dass wir mit den Studierenden, aber auch den Bürgerinnen und Bürgern hier interessante Veranstaltungen kreieren und durchführen und dass wir das Hochschulleben versuchen, hierüber ein kleines bisschen mehr in die Innenmauern der Stadt zu bringen. Neues Leben in prominenter Lage. 430.000 Euro wurden in die Sanierung des Gebäudes investiert. Mit etwa 377.000 Euro beteiligten sich Bund und Land. Die Nummern 52 und 55 stehen als nächstes auf der Agenda zur Sanierung der Neubrandenburger Wickhäuser.